Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Wo sind die? Die Produktion des Nussmixes dauert noch ein bisschen. Haben wir doch gesagt, oder? Oh ja, kann sein. Und wie soll ich jetzt die Koro-Produkte zeigen? Schau mal nach links. Na, was haben wir denn da? Mandelkerne, Pekanusskerne, Walnusskerne und Cranberries. Wusstet ihr eigentlich, dass Nüsse der perfekte Energiespender für unterwegs sind? Hätten die Teilnehmer und ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Jetzt könnt zumindest ihr die Nüsschen genießen. Und sag Koro übrigens Bescheid, die soll mir auch eine Packung schicken. Die große. Wolf! Dann komm! Komm jetzt! Das kann die heftigsten Magenkrämpfe meines Lebens. Das kann der Rausschmissgrund sein, ne? Was? Oh, ist das eine Villa, ey. Wirklich, mein Kreislauf ist so am Limit, Alter. Das ist echt verrückt. Das gibt's nicht! 5 Meter vom Shelter! Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ja. Come on! Yeah! Ihr könnt stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Seven vs. Wild Teams. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es kann nicht sein. Wir stehen jetzt auf und was sehen wir? Wie in einem schlechten Horrorfilm. Zeig dir das mal. Die ist nicht mehr da. Die Scheiße ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr da. Die Scheiße ist nicht mehr da. Die hier lag. Sag mal, wo sind wir hier? In was bin ich hier im Horrorwald? Wir haben 2 Lampen ausgerichtet Richtung Wald. Das kann doch nicht sein. Wir würden das hören. Wir haben ja keinen richtigen Schlaf mehr, richtig. Holy moly. Boah, es wird noch spannend. Das werden noch spannende Nächte hier bei uns. Guten Morgen, Welt. Wir leben noch. Wir leben noch, aber wir sind schon dran, den Wachturm auszubauen. Nicht, dass der Wolf wirklich noch auf die Idee kommt. Da lege ich mich dazu. Da habe ich Bock. Das Haus möchte ich als meins sehen. Ich verscheuche. Ich verscheuche die großen Homo Sapiens. Schaut euch das mal an. So sieht es jetzt aus. Unser Wachturm. Nochmal heftiger geschützt vor Eindringlingen. Und ja, ich finde das ganz nice. Eigentlich jetzt wirklich gut geschützt. Hier festgebunden. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir diese Öffnung noch absafen oder sicherstellen. Und ja, sind wir gerade noch auf der Suche. Da wäre noch perfekt irgendwas, dass wir auch nachts noch auf Klo gehen können und so weiter. Was man halt wegheben kann. Aber wenn das hier alles so zu ist, überall rundherum, dann ja, fühlt man sich halt doch direkt viel, viel sicherer und ist, glaube ich, auf gar keinen Fall ein Fehler,
das zu machen. Alles klar? Heute ist ein bisschen neblig. Sie hat noch Kopfkino. Wir haben uns heute ein bisschen in der Früh schon über Männer unterhalten, weil es jetzt doch schon lang her ist, dass wir Männer gesehen haben. Ja, es ist nicht nur bei Männern so, dass die an Frauen denken und Hormonstau haben. Das könnte auch bei Frauen passieren, ne? Ja. Seht ihr, sie ist voll fertig. Ja, ey, ihr hättet gerade mal unsere Gespräche mitbekommen sollen. Das war kompletter Abschluss. Das kann man sich an Tag 10 ja nicht mehr geben, ey. Aber jetzt mal hier was Sinnvolles. Okay, ja. Gestern Nacht war ganz schön viel Aktivität hier hinten im Wald. Wir haben in der Früh... Was ging denn da ab? Sorry, ist gerade so ein Kleinkind, was mir in der Früh haben auch die Wölfe geheult. Boah, ja, und sie hat mich geweckt, weil sie den Wolf gehört hat. Ja, weil ich dachte, du willst es auch hören. Ja, und ich habe den in meinen Schlaf mit eingebaut und habe irgendwie von der Feuerwehr geträumt. Ja, ja, es waren aber Wölfe. Und ich frage mich, also ich glaube, dass Jäger, Jan, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, mir erzählt haben, dass je nach Mondstellung, also bei Vollmond oder so, die Wildtiere eher rauskommen. Jetzt wäre natürlich voll spannend zu wissen, ob gerade Vollmond war oder so und deswegen die Tiere so aktiv sind. Weil gestern war echt auffällig. Zuerst war der Wolf eben, Moment, hier so ums Eck gleich. Dann habe ich ganz schön viel im Wald gehört. In der Früh das Heulen der Wölfe. Also irgendwas muss ja gerade abgehen. Viehtechnisch abgehen, genau. Genau. So ihr Lieben, wir haben uns hochgequält. Jetzt heißt es wieder Feuer machen. Und dann eine gute Brühe machen und Schneckis. Und das Geile ist, ich habe hier jetzt mein Feuerholz. Jetzt muss ich nur mal ein bisschen kloppen. Und ja, ich bereite mal alles vor und melde mich dann wieder. So, Schnecken habe ich jetzt fertig gesammelt. Die große Reuse wurde leider weggeschwemmt, aber war irgendwie auch absehbar. Ich habe die voll dumm rangemacht mit so ein paar Steinen. Hätte die echt besser befestigen können. Aber so ist das Leben. Können ja vielleicht noch mal eine neue bauen. Bin jetzt hier bei Hanna angekommen. Alter, du Maschine, ey. Heute haben wir echt ein richtig schönes Feuer, das ja irgendwie nicht so stressig ist wie sonst. Also hier die Vorarbeit mit dem Feuerholz, was wir gestern mitgenommen haben, hat sich echt ausgezahlt. Voll. Also heute ist nicht so ein Stress mit Nachschieben, sondern heute ist echt ein bisschen chilliger mal. Haben wir uns aber auch verdient. Ja, gerade nach dem gestrigen Tag. Gestern war voll anstrengend und heute mal zu wissen, ey, wir haben ein Buch. Ja, wir können uns hinsetzen. Wir haben Feuer, wie viel wir übrig haben. Also wir haben mehr als genug Feuerholz bis zum 15. Tag. Ja. Richtig schön. Eine der besten. Richtig gut gegrillt wurde die. Ja, heute ist ganz gut. Ja. Die war richtig schön kross. Ja. Guten Morgen. Morgen. Was geht ab? Wie hast du denn geschlafen? Ja, ich weiß nicht, Mann. Die Nacht war auf jeden Fall auch nicht so geil. Es wird irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, Digga. Aber irgendwie wird es gerade die Nacht oder die Nächte immer richtig kalt. Boah, das stimmt. Die Nacht war so kalt. Bro, so crazy. Oh, shit. Ja. Gerade an Füßen, aber diesmal auch am Oberkörper war das so crazy. Immer wenn man sich so gedreht hat, dann ist so Luft in den Schlafsack rein. Oh. Und man hat so übelst krank gefroren. Ja, das ist halt scheiße. Aber ich muss halt sagen, irgendwie ist es auch ganz geil, weil wir pennen dadurch früh am Morgen ultra lange. Ja. Und wasten einfach Zeit. Wir skippen mehr vom Tag. Ja, das ist ehrlich gut. Und was auch sehr geil ist, ich weiß nicht, das macht physikalisch irgendwie gar keinen Sinn, aber wenn es ultra kalt ist und wir scheiße schlafen, dann schnarchst du nicht. Du hast die Nacht wieder kaum geschnarcht. Ja, aber es liegt doch daran, dass ich auch sehr schlecht geschlafen habe, glaube ich. Ich war auch die meiste Zeit wach. Ja, okay, ich auch. Also diese Nacht hat mich das Sodbrennen so krank heimgesucht. Ich dachte kurz, ich muss es alles beenden. Ich hänge mich hier am Baum auf, Alter. Okay. Das war so schlimm. Bro. Das ist wirklich, im Game,
Das ist, als würde man wirklich eine glühende Metallstange einfach durch den Bauch so stecken und dann aber die so drin lassen und sagen, so, gut, dann machen wir mal Mittagspause oder was. Ja. Naja. Boah, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin unfassbar froh, dass wir jetzt schon Tag 10 haben. Die Nächte werden zwar härter, aber die Tage werden auch kürzer. Boah. Ey, guck mal, weißt du, was du denken kannst? Es ist noch Tag heute und dann ist es noch 1, 2, 3. Noch 2 Tage nach dem heute. Wie jeder gute Survivor müssen wir es natürlich regelmäßig hydrieren. Deswegen geht es jetzt wieder auf zu unserem Wasserloch. Ich bin schon extrem durstig, ich glaube Kevin auch, gell? Ja, aber heute ist kein normaler Hydrierungstag, sondern heute ist es wieder soweit, das Päckchen wird geöffnet. Oh, Elotrans? Wir haben Elotrans wieder mit im Gepäck. Ah, der schöne. Ey, für mich ist das nicht Elotrans-Tag, für mich ist das Eistee-Zitrone-Tag. Ja, das stimmt. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Mir sind auch die Nährstoffe da scheißegal. Ich glaube, die bringen uns auch ehrlich gesagt gar nichts. Also ich merke keinen Unterschied, aber er schmeckt einfach wirklich wie ein Krümeltee. Zitrone. Und das ist eine Herrlichkeit. Da laufen wir jetzt hin, Freunde, und dann haben wir euch noch ein kleines Geheimnis zu verkünden bezüglich des 14. Tages. Das erzählen wir euch dann, wenn wir im Wasserloch angekommen sind. Wir haben nämlich am 14. haben wir richtig eine große Aktion. Ja. Wir wollen was machen, das nennt sich der große Umzug. Der große Umzug, Freunde. Hi. Ich weiß nicht, ob das alle checken, aber es ist ja so, es heißt halt, es sind 14 Tage, aber dadurch, dass wir den ersten Tag ja nur halb survived haben, weil wir da ausgesetzt wurden, wird quasi noch ein halber Tag hinten dran gehängt. Das heißt, wir werden irgendwann mittags oder vormittags an Tag 15 abgeholt. Exakt. So, das heißt, theoretisch gesehen ist Tag 15 der letzte Tag. Und jetzt der Geniestreich von uns. Und wir haben gesagt, ey, wir wollen natürlich so früh wie es geht abgeholt werden. Und wir haben auch keinen Bock mehr, das Shelter hier noch einen Tag länger zu sehen, als es sein muss. Also gehen wir an Tag 14 hin, irgendwann so nachmittags, ganz in Ruhe, und ziehen nochmal ein letztes Mal durch den Wald um vorne ans Meer und verbringen die letzte Nacht, also von 14 auf 15, vorne am Meer. Genau, also wir wollen die letzte Nacht schon vorne am Meer pennen und unser Shelter hier komplett abreißen. Das wird wahrscheinlich die beschissenste Nacht überhaupt. Aber ich glaube, das wird so geil, wenn wir früh dann aufwachen und dann merken, oh, okay, geil. Allgemein ist es auch für den Kopf schon geil. Für uns ist sozusagen der 14. Tag schon der letzte Tag. Ich glaube, so Shelter abbauen und so, also gibt so viel. Ja. Die Nacht am Meer wird wahrscheinlich Arsch auf gut Deutsch. Ja, aber es wird safe, turbo windig, turbo kalt, vielleicht regnet es noch. Ja. Scheißegal. Ey, ist im Notfall pennen wir da keine Sekunde. Einfach dieses geile Gefühl, dass wir dann morgens liegen und wir einfach nur noch auf das Boot warten. Ja, Mann. Das ist ein krasses Gefühl. Das ist ultra geil. Je näher wir ans Ziel kommen auch, das meinte ich gerade schon zu Dominik, desto mehr fuckt mich hier einfach alles ab. Mich fuckt dieses Wasser ab, mich fuckt unser Shelter ab, mich fuckt der Schlafsack ab. Aber das ist so, Dominik hat das verglichen mit so, man muss so ultra scheißen und steht so vor der Haustür und, Klassiker, und scheißt sich schon so fast in die Hose. Und so ist es, glaube ich. Es wird immer schlimmer. Je näher du kommst, desto schlimmer wird's. Ja. Okay, Päckchen auf, Flasche auf und dann wird getrunken. Oh, ich habe fast so viel getrunken schon wieder, Mann. Man ist immer so gierig hier. Ist geil, nach wie vor. Ist ein Schmack auf Herz? Nach wie vor geil. Kann man machen. Kann man schon machen, gell? Ja. Ich bin jemand, der so krass über so Geschmack und so arbeitet. Alter, ich muss wieder Sachen schmecken. Das macht mich ganz wahnsinnig, dass ich nicht verschiedene Sachen schmecken kann. Ja. Es würde mir schon reichen, wenn wir hier irgendwie so ein Gras hätten, was ein bisschen nach Minze schmeckt oder so. Ist egal. Ich brauche fast mit Geschmack. Das macht mich alles wahnsinnig hier. Boah. Scheißegal was, Alter. Sei es jetzt ein Brot, sei es ein Käse, sei es ein Ei. Ist es scheißegal. Ich fühle mich wirklich wie in so einer Art, ja, wo so die Reize entnommen werden, weißt du? Ja, ich fühle das, weil wir haben hier so, es gibt hier so gefühlt drei Geschmäcker, die wir haben. Das ist einmal, oder zwei eigentlich nur. Es gibt dieses Bachwasser, Elotrans
Das war's. Und das war's. Schlamm. Und manchmal beiße ich noch so von meiner Lippe hier unten so die Haut ab. Yeah. Das sind so die Sachen, die wir hier schmecken. So. Und das immer im Loop seit jetzt 10 Tagen. Also nicht, ich fühl's komplett, Alter. Ich muss einfach nur schmecken. Ey, wirklich scheißegal was. So, guten Morgen, Leute. Nacht war gut. Nacht war sehr gut. Nierenschmerzen sind weniger. Man spürt noch ein Ziehen, aber das ist okay, das kann man taken. Ihr merkt ja, unser Trinken geht den Bach runter. Wir haben keine Fische und alle Bären hier im Umkreis sind gepflückt. Deswegen werden wir komplett aufbrechen. Wir werden alles essentiell Wichtige, was wir brauchen, mitnehmen und diese Strecke antreten. Vielleicht schaffen wir es sogar ganz da drüber zu diesem Streifen, was unglaublich weit weg ist. Wir haben ja wahrscheinlich sowieso schon die größte Wanderung bei Seven vs. Wild. Die wird noch größer. In der Hoffnung, weil ganz da hinten, da geht es ja ganz weit da rechts in die Bucht rein, da waren richtig fette Riesenbären. Die könnten uns noch mal gut helfen. Martha macht gerade die Plane ab, die wir mitnehmen. Fängt es an zu regnen? Es regnet gerade. Echt jetzt? Das ist ja witzig. In der gleichen Sekunde, wo du die Plane abmachst, fängt es an zu regnen. Egal, das Wetter sieht gut heute aus. Heute regnet das nicht. So, wir nehmen mit eine Lampe, ein Medipack, Messer, Säge, Angelset, Bärenspray, Notfallkommunikationssatellitentelefon, Umatras Hut, 2 Schlafsäcke, die Plane, die Isomatte und noch 2 Powerbanks. Ich glaube, das ist es. So, fängt jetzt mehr an zu regnen. Ist jetzt aber egal. Wir haben uns einen Plan fest vorgenommen, den machen wir jetzt. Das wird auch heute wieder aufhellen. Guck mal, wie windstill und toll das ist. Wenn die Sonne rauskommt, sind die Wolken weg. So Leute, jetzt geht's gleich los. Die Getränke sind fertig mit Mikroporforte. Da müssen wir uns nochmal komplett über einen Liter reindrücken. Das wird ekelhaft. Romata will sich auch das saure, ranzige, salzige, ekelhafte, Maggi reinhauen nochmal, aus Sicherheitsgründen. Aber dann haben wir uns von Anfang an die ganze Zeit dann noch ein paar gute Launebären aufgespart. Und die werden wir uns gleich noch schön einverleiben, weil wir hier eh nicht mehr wieder herkommen. Seven vs. Wild! Mhm. Jetzt geht's los. Da hinten ist das Ziel. Ganz da hinten auf der anderen Seite da. Ganz weit weg. Und es gibt 3 Buchten hier nochmal richtig tief rein. Ich bin echt, also das Ding ist so schwer. Ich war am Anfang sicher, dass wir es schaffen, aber das Ding ist richtig schwer. Oh. Ach du Scheiße, Max, damit läufst du jetzt? Damit laufen wir jetzt 8 Kilometer über Felsen. Heilige Scheiße. Ich hab so Schisse, Max. Der Typ ist so klobig, Alter. Und gar nicht agil. Aber dafür kann er super diesen Sack schleppen, Alter. Das macht er echt klasse. Ey, wir haben es weit geschafft schon. Krass. Was für eine Geschwindigkeit. Ganz da hinten ist unser Shelter. In dieser Bucht. Wow, und da wollen wir hin. Das ist noch so höllenweit. Wir sind ja gerade so am Strand am Flezen. Die Sonne gerade rauskam, richtig geil. Und wir fragen uns die ganze Zeit, wie es den anderen geht und ob alle Teams noch drin sind. Weil wir haben jetzt unser Wasser getrunken. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo eine Süßwasserquelle kommt. Und selbst wenn, haben wir nur noch ganz wenig Mikroporforte. 14 Tage ist ja unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Aber ich bin so gespannt auf die anderen Teams. Und falls sie alle noch drin sein sollten, und wir sind das einzige Team, was irgendwie dann rausgehen sollte, riesen Respekt für die anderen. Ja, wirklich riesen Respekt. So, wir sind die ganze Zeit gelaufen, haben mal wieder Ausschau gehalten, aber wir haben keine Süßwasserquelle mehr gefunden. Also nichts, wo irgendwie mal Süßwasser rauskommt oder so ein Drecksbach wenigstens oder so ein kleines Rinnsal, wie wir es mal hatten. Also, und wir haben halt heute Morgen 1 Liter getrunken. Wir laufen jetzt noch weiter und suchen, aber zurück schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Nee, auf keinen Fall. Die ganzen Quellen, wir waren ja mal bis da vorne, wo die ganzen Wolfsspuren waren. Da waren ja noch überall so
auf dem Weg so vier kleine Quellen, wo es rausgetropft hat, ein bisschen geplätschert hat. Die sind alle versiegt, weil es so lange nicht geregnet hat. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass wir dann irgendwas finden, irgendwie einen See oder irgendwas, mit dem wir süß, sonst wird es richtig, richtig happig. Ja, spannend, bleibt spannend. Wir haben Spuren gefunden, Leute. Eine Person, zweite Person und Fußspuren. Ich hatte einfach so recht. Zwei Hunde. Ich hatte so recht, Max meinte die ganze Zeit. Oder das sind Leute, die Wolfsspuren verfolgt sind. Max meinte die ganze Zeit, Leute, das die ist haben krass. Keine Hunde. Oder wie viel hier? Ne, hier sind zu viele Spuren. Wow. Fußspuren. Das sind sogar drei Personen. Drei Personen, die in Wolfsrudel hinterhergegangen sind oder mit vielen Hunden. Na, obwohl, das sind schon kleinere Pfötchen. So Leute, hier unten sind die Steine so, dass es aussieht, als könnte Wasser von da kommen, wenn es regnet. Deswegen gucken wir da hoch. Hier hinter ist so ein bisschen weniger bewachsen. Da könnte vielleicht ein Tümpel sein für Trinkwasser. Ja, es täuscht wieder. Es sieht so aus wie so Büsche, wo man so rübergehen kann. Aber guck da mal rein. Die sind schon wieder viel höher als ich, die Büsche. Kommen wir nicht durch. So Leute, da hinten kommen die Fußspuren her. Und da geht's runter. Und nach rechts. Und nach rechts, ja. Wow. Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt richtig spannend. Da ist auch so eine Boje aufgehangen und da ist ein Fass aufgestellt. Das würden Leute machen, die hier rumsurviven. Vielleicht finden wir so noch ein Team. Da ist was unten. Ist das Trinkwasser? Das kann auch vom Meer reingeflossen sein, Salzwasser. Aber hier sind Fußspuren. Scheiße, Salzwasser. Aber das sieht toll aus. Ah ja, ist ja übertrieben Salzwasser, ist alles voller Algen. Aber geht das hier weiter aufwärts zum Fluss? Ja. Könnte gut sein, ne? Wir haben es echt eigentlich geschafft, wir sind fast an der Spitze. Da ist die erste Insel, da ist die zweite und da ganz hinter, da ganz, 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 ganz hinten ist unser Shelter. Digga, was ist das für ein Marsch gewesen? Wie geht das? Wo kommt die Energie her mit so einem 20-Kilo-Sack? Ey Leute, wenn man ein super starkes Fernglas hätte, könnte man jetzt ganz in der Ferne unser Shelter sehen. Wow. Ist das heftig. Ey Fritz, danke, dass ich das hier erleben durfte. Wahnsinn. Wahnsinn. So, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden gepennt. Das war echt ein krasser Gewaltmarsch. Wir haben ein großes Problem. Wir haben kein Wasser mehr. Wir haben eh nur noch ganz wenige Mikroporphose-Tabletten. Aber ein bisschen Wasser wäre jetzt schon geil. Also ich bin richtig dehydriert. Mein Mund ist so trocken, meine Lippe reißt schon. Richtiger Marsch, Alter. So Leute, wir pfeifen aus dem allerletzten Loch. Wir überlegen die ganze Zeit und diskutieren, den Knopf zu drücken und uns hier einfach abholen zu lassen und uns Wasser zu geben. Wir wollen noch einen letzten Versuch, da Wasser zu finden. Uns war das Risiko bewusst, dass wir von unserer Quelle weggehen, dass das übel werden kann. Aber war trotzdem die richtige Entscheidung, jetzt hier zu stehen. Das ist halt Meerwasser mit den ganzen Algen. Das ist ein bisschen dumm, aber gemischt mit nicht Meerwasser. Ah doch, es fließt, oder? Es fließt, guck mal da rechts. Oder? Hier raus mit den ganzen Algen, bisschen flussaufwärts. Oh, das ist schon mal ein tolles Zeichen, dass hier fließt. Hier sind zwei Menschen aus dem Wald gekommen. Wir wissen nicht, wie frisch die Spuren sind. Problem ist auch, die Spuren gehen immer nur weg von da, wo wir laufen. Und nicht in die Richtung, in der wir laufen. Vielleicht war hier ein Team, vielleicht war hier auch ein Team vor 4 Tagen. Vielleicht ist es auch schon raus. Boah, und das Chaos durch so richtig böse Mangroven-Scheiße hier durch.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich rufe auch die ganze Zeit, wir hören hier keinen. Testest? Ja. Ist hundertprozentig salzig. Wie salzig schmeckt es denn, wenn es salzig ist? Digga, da liegen im Wasser 500 Millionen Miesmuscheln. Tote Miesmuscheln, Max. Tote. Also wenn wir so dehydriert sind und dann Brackwasser reinpfeift, Alter, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Hier ist. Du bist dir aber sicher, dass aus diesem Wald ein Team kam. Zwei Spuren, keine Hundespuren. Die anderen, sie sind einem Wolf schon hinterhergelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob da ein Team rauskam, aber die Fußspuren da vorne kommen aus dieser Lichtung hier. Ja, ja. Ja. Hier kamen zwei Menschen aus dem Wald. Wer soll denn sonst jetzt zwei Menschen aus dem Wald kommen? Da kommen zwei Menschen aus dem Wald, das ist korrekt. Aus Mangroven. Aus Mangroven. Das ist ein Team. Ein bisschen. Das ist ein Team. Das freut mich auch, dass die auch dir, dass die diese scheiß Regenwald, hoffentlich waren die auch viermal. Wir waren insgesamt so 12 Stunden da drin gewandert. Ich hoffe, die auch. Wir folgen jetzt die Spuren nochmal in die andere Richtung und hoffen, dass wir da irgendwas finden. Aber wenn wir da nichts finden, Leute, dann war's das. Ich habe jetzt hier meine ganzen Kleinigkeiten beisammen, die ich gestern ja gesammelt habe in der Ruine. Und ich habe hier sogar so eine Bürste gefunden und mache jetzt alles damit sauber. Und ich mag halt so Kleinigkeiten einfach, weil das so ein schöner Zeitvertreib ist und man so ein bisschen was zum Basteln hat, Langeweile vertreiben kann. Genau. Und vor allen Dingen, wie geil, einfach Schuhe. Werde ich mal gucken, dass ich gleich die Schnallen hier abmache und mich dementsprechend nicht mehr selbst verletzen kann. Dann ist Hannah auch stolz auf mich, hoffentlich. Und dann, genau, hier mir irgendwas gleich selber bastel, damit der Schuh zusammenhält. Vielleicht, weiß ich nicht, bohre ich da ein Loch rein oder so, keine Ahnung. Irgendwie so will ich das machen, aber erstmal genieße ich jetzt hier sauber machen. Lange ist es her, dass ich sowas geil fand. Ach ja. Der Tisch ist mittlerweile fertig. Ich habe hier schon fleißig angefangen zu dekorieren, habe einen Blumenstrauß gesammelt und hier habe ich richtig schön poliert. Guck mal, wie krass schön das Holz auf einmal aussieht. Und ja, Besteck, weiß nicht, kann man vielleicht die Schnecken so mit aufspießen und dann leichter in den Mund schieben. Blablabla. Keine Ahnung, macht mich irgendwie glücklich. So, Kleinscheiß ist einfach geil. Hannah ist dabei zu lesen. Wie ist? Ein bisschen wirr. Was sagt die Geschichte so bis jetzt? Gangster. Einfach Gangster und Schauspieler und Gangster und Schauspieler. Oh, ich habe vorhin auch mal kurz reingelesen, das Buch ist eine komplette Katastrophe, aber besser als nix. Ja, so viel zum heutigen Tag, dann mache ich mich jetzt mal langsam an die Schlappen, ne? So, ich habe den Ziedel jetzt in diesen Kasten eingelegt und werde jetzt meine Schuhe damit zuknoten. Also so die Mission, ob das klappt, das sehen wir jetzt. So, ich habe jetzt hier einmal kurz meine Größe nachgeguckt, denn hier mit dem Multitool ein Loch reingesäbelt. Und jetzt werde ich das Ganze zuknoten. Oh, warte, wie halte ich euch denn jetzt am besten, dass ihr irgendwas sehen könnt? Position richtig räudig, aber egal. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie gut der Cedar sich verknoten lässt. Das ist so ein geiles Material. Übrigens ist der Doppelknoten stärker, wenn ihr einfach so macht und dann nochmal so macht. Zweimal durch die Schlaufe durch, dann hält der ganze Bums besser. So, und fertig ist die erste Schnalle. Hä, voll geil, ich find's voll schön. So, darf ich vorstellen, meine Latschen. Einfach zwei Paar Schuhe hier. Jetzt ist das Pipi gehen in der Nacht einfacher. Muss nicht immer in meine Motorradschuhe, sondern kann hier reinschlüpfen. Ey, ist das enorm. So, jetzt kommt der erste Versuch hier ein bisschen zu laufen. Mal sehen, ob der ganze Kram hier hält. Oh, sind die bequem. Oh, das kannst du ja keinem erzählen. Oh, genau, jetzt fliege ich raus. Geil. Oh, sind die cool. Voll schön. Ich muss den oben, den muss ich noch ein bisschen enger machen. Mit dem linken fliege ich so ein bisschen raus. Der rechte ist perfekt. Ja, die müssen beide ein bisschen enger links. Seht ihr das? Oh, ist das cool. Hannah verschwindet da hinten gerade in einem Cedarbaum. Kann man das sehen?
sammelt noch mal ein bisschen Zieder für die Nacht, dass das Ganze bequemer ist und die Mücken abhält. Denn Mücken mögen den Zieder nach wie vor nicht. Genau. Geiler Tag. Ladies and Gentlemen, wir präsentieren Formcheck Tag 10. Most Muscle Up. Jetzt Bizeps Flex. Das ist schon unangenehm, zwei nackte Männer. Ja, war ja ich sehr komisch. Ist schon ein bisschen geil. Ja, ja, sehr weird. Aber die Transformation, aber es ist halt krass, wie es ist halt schon heftig, wie der Körper schnell abnimmt. Wenn man ja, aber jetzt sag mal, du bist immer noch hart wie ein Knochen. Du bist hart. Das steht alles. Das ist alles stabil. Wirklich. Was bin ich dann? Ja, das ist egal. Müll. Jeder so, wie er mag. Schrott. Müll, ja. Natürlich. Okay. Hört doch auf. Okay. Natürlich, Müll. Ich finde, das passt zu dir. Wir sitzen jetzt hier, das hält uns alles auf. Wir müssen jetzt Bären holen. Wir müssen einen verdammten, wirklich krassen Ninja-Warrior-Weg gehen. Ja. Über Stöcke. Ich muss mich hangeln. Ihr wisst nicht, es ist nur gefühlt 30 Meter entfernt, aber der Weg dahin. Lass uns doch. Jetzt lass schon, es doch. Und jetzt auch schon echt anstrengend, gell? Lass dich nicht volllabern von den Leuten. Komm jetzt. Ja, okay, wir gehen. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WORLDSWIDE. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Guck dir das an. Guck mal, von oben bis unten. Ich würde sagen, eine Literflasche. Voll. Wirklich ja. Voll. Mehr geht nicht. Reserven. Reserven für morgen. Und heute naschen wir uns so noch den Wagen voll hier. Das bringen wir mit nach Hause. Ah. Ja. Ah. Zurück vom Paradies steht die nächste Überraschung an. Das Netz. Ein bisschen weiter links. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, ein Jäger. Ein Jäger. Oder? Ein Jäger. Ja. Aber das Netz komplett durch. Oh, shit. Aber ein Fisch. Aktueller Fischcount. Ja. 38. 38 Fische! So Leute, es hat keinen Zweck mehr. Es ist soweit. Wir haben so lange rausgezögert, wie es ging. Bei jedem Schritt dreht es mich an. Ja, ja, es hier geht gar nichts mehr. Bei jedem Schritt wir könnten jetzt nicht die Bucht nochmal langlaufen und Fußspuren erfolgen und dann verschwinden die im Wald und... Es geht nicht. Also ohne Essen kein Problem, ohne Trinken voll mies. Wir haben uns dazu entschieden, unseren braunen Mistfluss zu verlassen und die Wanderung anzutreten. Sie war toll. Und sie war toll. Sie war toll. Ich bereue nichts. Es war einfach genial. Wir haben Tag 10, ist zweistellig. Wir setzen uns jetzt hier hin und drücken wirklich den gelben Knopf. Nicht rot, weil rot ist nur Notfall. Nicht, dass gerade ein anderes Team Notfall hat, aber gelb. Es soll der gelbe sein. So. Code gelb wird gedrückt. Warte, erstmal nochmal vielen Dank, Alter, für die Einladung, für die Experience. Es war unglaublich geil. Trotz Sumpf war so geil, 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 geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, aber es war uns eine Ehre. Achso, ja, stimmt. Gelb. Gelb. Schlechtes Signal. Warten, trotzdem senden. Trotzdem senden ist gesendet. Ja, noch nicht. Wenn der Pfeil rausgeht. Wenn der Pfeil nach oben geht und das Ding bimmelt, ist das gelbe Signal raus. Alter, ist irgendwie auch... Spannend. Irgendwie ist das auch toll. Haben wir uns auch earned. Das ist satisfying. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Oh, ist raus. Er ist raus, der gelbe. Der ist jetzt gerade angekommen. Ich schick auch nochmal ein. Schick du auch nochmal ein. Oh mein Gott, aber irgendwie ist es auch befreiend, oder? Es ist unglaublich befreiend. Check-in. Gelb, gelb, gelb. Trotzdem senden. Mach eins weiter noch, dann siehst du, wenn es rausgeht. So? Ja, genau. Und wenn der Pfeil weggeht, dann weißt du, dass es raus ist.
Oh, ich bin so geil. Ich bin so unendlich gespannt, ob wir das erste Team ist, was raus sind. Ja, wenn wir das erste Team. Und wenn, dann ist es so ein Riesenrespekt für die anderen. Ist raus. Toll. Ey. Mit dem Standort ist automatisch. Wir hätten jetzt noch. Also ich sag, wir hätten es schaffen können, vielleicht noch ein paar mehr Tage einfach nur im Shelter rumzuliegen. Wir hätten das Brackwasser, also nicht das Brackwasser, das dreckige Flusswasser getrunken und hätten uns nicht im Shelter bewegt. Das wäre möglich gewesen. Müsst ihr uns, aber ich meine, ihr seht ja, wie wir ohne Essen klarkommen. Müsst ihr uns glauben, müsst ihr aber auch nicht, weil wir haben heute so eine Wanderung geschafft. Aber es hat sich schon gelohnt, das hier einmal alles nochmal zu sehen. Ja, ich denke, das war der deutlich bessere Content, als jetzt 3 Tage im Shelter zu gimmeln. Team 1 hat gelb gemeldet. Beide Teammitglieder. Also wie ich das sehe, haben sie wahrscheinlich nur über das im Reach gelb gemeldet und das Telefon geht nur in die Mailbox. Da steht keiner. Ich stehe ja gerade am Strand. Ich stehe direkt vor dem Shelter. Kann ja keinen sehen. Wir haben hier versucht, mit Satellitentelefon anzurufen. Da hebt keiner ab. Grillerpfeife. Haben wir jetzt noch keine Reaktion gesehen. Die haben gar nicht gefragt, wie lange die brauchen, um bei Code Gelb jemanden abzuholen, oder? Nee. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier noch 2 Stunden sitzen in der Sonne. Naja, wenn jetzt gibt's Schlimmeres. Kannst du noch mal einen Standort senden? Joe? Yes, Mike? Ja, die machen es uns heute schwer, ne? Die 2 Nerds laufen hier knapp 6 Kilometer durch die Gegend, obwohl sie total ausgelaugt sind. Das sind Helden. Hey Jungs, so ausgepowert seht ihr doch gar nicht aus, ey. Wir haben kein Wasser mehr. Kein Süßwasser mehr. So, greift wirklich mit beiden Händen die Leiter. Ja. Und dann so schnell wie möglich auf die Leiter, weil das Boot bewegt sich hier nicht zurück. Okay, okay, schnell, 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 einer drauf. Hep. Komm, komm. Okay, back. Great job. Yo, 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 eure 2 Stimmungskanonen sind am Start. Was geht ab? Ha, Leute. Wir haben noch einen Programmpunkt für heute. Ihr seht schon hier, nochmal kurz zur Seite. Hier ist schon absolut ausgedünnt, bei mir auch. Also ich mach den auch mal hier weg gleich. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal nachfüllen, damit wir für die letzten Tage nochmal ein bisschen bequemer liegen. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, Bock hat hier gerade keiner. Also
Das ist hier wirklich gerade ein Pflichtprogramm, Alter, auf das kein Schwanz hier Bock hat. Ja. Die Energien schwinden von Tag zu Tag, aber dass der Körper sich gut erholen kann, muss er gut schlafen. Also Bett ausbauen, richtig. Ja, Mann, let's go. Ja, keine Ahnung, Freunde, was sollen wir euch sagen, Mann? Ich finde irgendwie, haben wir auch gerade schon so ein bisschen off-cam gelabert. Alles, was wir jetzt machen, fühlt sich so unfassbar sinnlos an einfach. Gerade ist es irgendwie einfach nur noch aussitzen, Mann. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir es mit Essen noch irgendwie, also beziehungsweise mit Hunger noch aushalten. Mhm. Dass wir trinken. Trinken haben wir abgeklärt. Wir trinken die ganze Zeit das Wasser. Wir werden davon jetzt nicht auf einmal sterben. Hoffentlich. Hoffentlich. Klopfen wir mal auf Holz. Ja. Ich will einfach nur noch nach Hause, Mann. Es ist auch keine Energie mehr da, Leute. Ja. Ich kann jetzt hier nicht noch ein drittes Shelter bauen und noch irgendwie einen Untergrundkühlschrank und eine U-Bahn-Station oder so. Ein Untergrundkühlschrank, wäre aber hart. Gut, naja. Hören wir mal auf zu meckern, fangen wir mal an, wa? Die Arbeit ruft. So. Ich ernte hier diese kleinen Böhnchen ab und Kevin ackert da hinten rum. Das ist noch so verschnitt, aber da sind ja genau diese Dinger dran, die wir brauchen. Ich säge die ab, schmeiße sie direkt hier rein. Aber ja, Kevin hat das ja auch gerade schon so ein bisschen aufgegriffen. Es ist einfach gerade energietechnisch immer an einem Punkt. Und vor allem jetzt halt, wo die Abholung immer näher rückt, wo man einfach wirklich nur noch nach Hause will. Wo sich halt auch alles, was wir hier machen, irgendwie ja, so ein bisschen sinnlos anfühlt. Okay, halbe Stunde oder so hat's gedauert. Das ist jetzt das Ergebnis. Man sieht, glaube ich, so ein bisschen hier diese grünen Frischen. Die sind halt die, die wir neu gemacht haben. Die anderen sind die, die wir halt schon vorher hatten. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich denke, es wird sich ganz gut liegen. Safe. Ich hoffe, wir pennen die Nacht gut. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es die Nacht nicht wieder so scheiße kalt wird. Aber Spoiler, es wird wahrscheinlich scheiße kalt. Wahrscheinlich, ja. Aber das wird uns jetzt auch nicht mehr aufhalten, die 14 Tage voll zu machen. Gut, dann legen wir uns mal rein, wa? Wir legen uns rein. Komm rein, mein Kuschelbär. Ey. Ui. Oh. Wow. Oh. Das ist ja wie ein neues Bett hier, Alter. Ja, das ist ehrlich geil. Oh Gott. Da wird mein Rücken wieder komplett neu eingerenkt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der Rücken ist so... Der dankt richtig. Bei jeder neuen Ast-Kombination wird ein Wirbel eingerenkt. Oh. Ja, haben wir gut gemacht, Bruder. Tag 10. Tag 10. Ja, Tag 10 schon. Neigt sich dem Ende zu. Morgen ist einfach Tag 11. Alter, das ist so crazy. Kannst du dir vorstellen, dass wir hier schon so lang sind? Nee. Es ist so crazy. Es sind einfach 10 Tage, die wir gerade an demselben Spot chillen. Wann bin ich das letzte Mal in meinem Leben an einem Spot 10 Tage gewesen und ich genieße es? Das ist echt, ja, voll geil irgendwie und voll crazy. Aber man ist jetzt schon so in Countdown-Stimmung. Voll. Weil wir haben halt einfach schon 10 Tage und Tag 15 ist die Abholung, also nach 14 Nächten. Und man hat irgendwie jetzt schon so diesen Countdown im Kopf und denkt sich, Alter, bald ist die Abholung. Und man hat jetzt schon im Kopf, dass man das echt schafft. Man hat jetzt im Kopf, Alter, klar, an Tag 15 werden wir abgeholt. Also nicht mal im Traum denken wir dran, dass irgendwie... Das früher passieren könnte. Ich meine, es kann immer irgendwas passieren, aber momentan sind wir top motiviert. Vor allen Dingen auch seit Tag 1 habe ich die Aufregung wegen der Abholung. Ja, voll. Kann teilweise nicht einschlafen, weil ich mir so denke, ey, was denken die anderen? Wie viele Menschen da draußen? Ja. Sorry, aber wie viele Menschen da draußen? An Tag 3 sind die heulen raus. Mimimi. Und wie viele Menschen wünschen sich das, dass die Frauen das schaffen? Aber tief im Herzen glaubt es keiner. Ja. Die wirklich wenigsten denken, dass wie wir das schaffen. Ja. Und ich bin so aufgeregt. Was denkt die Welt da draußen, wenn wir es schaffen? Was denken die anderen Teilnehmer? Wir haben auch immer gesagt, also wenn es uns mal schlecht geht, dann müssen wir uns immer in Gedanken rufen, wie das Gefühl ist, wenn wir abgeholt werden. Aber so schlecht ging es uns noch nie. Und das Gefühl haben wir trotzdem immer im Kopf, wie das sein wird.
Ja, morgen einfach Tag 11. Dann nur noch 12, 13, 14 ist so. Ja, 14 ist vorbei schon, 13 auch, 12 irgendwie auch. Und dann passt jetzt auch morgen letzter morgen, Tag übermorgen. Vorbei. Genau. Geil. Ach, es wird richtig gut. Ja, Mann. Ich hoffe, den anderen geht's auch gut. Ich bin so gespannt, ob noch alle drin sind. Auch. Also irgendwie bei 14 Leuten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünsche es jedem vom Herzen, wirklich für die Leute, dass sie alle 14 Nächte packen. Aber es kann einfach so viel passieren. Es kann irgendein dummes irgendwas passieren und dann sind auch wir raus. Also es kann so schnell gehen. Oh, es wird so spannend. Ja, dann passt. Gut Nacht, ne? Ja, dann gut Nacht, ne? Gut Nacht, ne? Gut Nacht. Und wir sitzen wieder an unserem Stein. Jeden Tag. Jeden Tag. Romantisch. Sehr romantisch. Wie ein altes Ehepaar. Noch viermal. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Viermal sehen wir diesen Sonnenuntergang. Und freuen wir auf den letzten am Freitag. Boah, der wird emotional. Und auch jetzt natürlich Sehnsucht an Familie. Frau. Vermisse euch auch. Ach. Wir vermissen euch. Wirklich extrem arg. Ja. Wir denken den ganzen Tag. Ich denke immer wieder. Guck aufs Bild. Immer wieder denkt man an euch. Hoffe, alles gut. Das ist immer so die größte Sorge, die man hier hat. Ja. Einfach große Vermissung. Bald. Bald. Und das Feuer brennt. Und der Fisch ist auch am Start, wieder mit Draht um die Brustflosse, hinten raus, schön perfekt durch. Ich glaube, das ist bis jetzt unser größter Fisch. Den gönnen wir uns jetzt. So ist das hier bei uns. Ja. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Einmal, da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, ihr Freaks. Na, ihr Freaks, ihr Verrückten, ihr seid ja Verrückte. Was ist los? Guten Morgen. Hä? Seid ihr crazy? Heute Nacht. War wieder Wolfsgeheule. Wir haben die Kamera nicht so schnell angekriegt. So nah wie noch nie. Ganz nah, der Hund. Ich war der Wolfgang. Ich versuche mit seiner Gang. Der Wolfgang mit Gang. Ich versuche die Kamera zu schnappen, rauszurichten. Das war schon zu spät. Wow. Aber wirklich nah. Es war so nah. Es ist, ganz ehrlich, heute Morgen, als gerade die Sonne aufging, bin ich so wach geworden, hab gemerkt, wow, es ist noch mal kälter geworden. Es fühlt sich an wie ein Wetterumschwung. Wird's die letzten Tage bei Seven in the Wilds noch mal richtig hart? Kommt der Regen, kommt der Sturm? Bitte, dann soll er doch kommen. Schau mal so ein Shelter an. Wir haben einen Karton oben drauf, wir haben viele Stämme, wir haben Rinden, wir haben alles. Wir haben alles. Na, dann soll es halt 3 Tage durchregnen jetzt. Dann ist es. Besteppert. Na. Nicht mehr ins Paradies, weißt du, was ich meine? Oh. Das Paradies ist nur bei Sonnenschein schön. Das wird die neue Angel. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Aber meine Idee, ich kann euch nicht garantieren, dass es klappt. Ich habe so eine Idee im Kopf. Die werde ich jetzt ausbauen. Und dann haben wir ja noch 3 Tage. Haben wir noch 3 Tage, ne? Ich habe immer noch den Traum, den ganz großen Fisch mit dieser Schnur damit auszuwerfen. Lachs. Ist sehr schwer, aber Leute, wir brauchen Beschäftigung. Das wird später gemacht. Jetzt gehen wir erstmal wieder zu unserer Routine. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen keschern. Sieht gut aus. Ja, kurze Fischerpause. Leider noch nichts gefangen. Heute sind sie nicht so auf der Seite, wobei die Verhältnisse eigentlich tipptopp wären. Erzähl mal unser neuer Trick, was nicht geklappt hat, aber schlau.
Ja, wir werfen einen Stein. Wenn da ein Schwarm kommt, werfen wir einen Stein dahinter, damit der Schwarm dann theoretisch ins Netz schwimmt und ich ziehe hoch. Aber ja. Hätte klappen können. Hätte klappen können. Und ein bisschen beobachten hier das Meer, hoffen, dass die Schwärme wieder kommen und dann weiterfischen. Das ist der Alltag von zwei Survival-Wilden. So sieht's aus, so funktioniert es. Ja. Ja. So ist es. Geduld ist eine Tugend. Wir bleiben dran. So, Freunde, ey. Mittlerweile aus dem Bett raus, wieder fit auf den Beinen. Wenn man erstmal aufgestanden ist, ist alles wieder gut. Aber ey, dieser erste Schritt, wenn dir so kühl ist, du musst rein in deine ja etwas kalten Klamotten, aber ich will auch nicht rumheulen. Ne? Die tägliche Routine geht weiter. Ich habe hier wieder ordentlich an Schnecken gefunden. Ja, ich würde denken, so viele Schnecken, wie wir mittlerweile hier gegessen haben, ist bald nichts mehr übrig. Aber die sind wirklich überall. Das heißt, tägliche Routine geht los, Schnecken sammeln, 20, 30 für jeden. Und dann sind wir heute wieder fit. Wir werden, denke ich, einfach mal eine Zeitraffer heute anmachen von unserem morgendlichen Abgang. SOS, ich melde mich nochmal. Ich habe gerade Abgang gesagt, das heißt Ablauf, Routine. Von unserer morgendlichen Routine. So sieht es nämlich aus. Also ich bin jetzt gerade noch dabei, hier die Angelhaken zu befestigen und ich will einmal den Knoten zeigen, weil man bei der geflochtenen Schnur aufpassen muss, was man für einen Knoten wählt, damit er sich nicht wieder öffnet. Es gibt zwei verschiedene Knoten, die mir jetzt direkt einfallen. Und zwar geht man einmal durch die Öse durch, dann würde man versuchen, noch ein zweites Mal durchzugehen, aber bei diesem kleinen scheiß Ösending sieht mir das so aus, als ob das da nicht richtig durchpasst, deswegen mache ich einen anderen Knoten. Einmal durchgehen. So. Doppelt legen. Dann eine Schlinge machen. Dann mit dem Haken einmal durch, nochmal durch. Und dann an der Öse zuziehen. Und kurz bevor man da ist, lässt man den locker. Und so hat man es auch geschaffen, dass ein bisschen mehr Bewegung im Angelhaken ist. So, am Strand habe ich hier so einen Luftballon gefunden, mir eben ein ganz kleines Stückchen rausgeschnitten, den unten an meinen Angelhaken rangemacht als Köder. Ich habe so selber noch nie geangelt, ich habe nur oft gehört, dass das ganz gut funktionieren soll. Deswegen probieren wir das Ganze aus. Ey, ich will noch ganz stolz meinen Knoten zeigen, okay? Warte, man packt den hier so ran. Und dann habe ich so einen Knoten gewählt, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, ne? Aber kann man so verschieben. Und dann kann man für sich entscheiden, oh, ich will auch mal ein bisschen höher den packen oder ein bisschen weiter runter. Dann ganz wichtig noch, ich habe den Stein ja als letztes Element gewählt. Und der ist natürlich länger als die anderen Schnüre, damit die Schnüre sich nicht wieder verhaken, kann man sehen. Das heißt, Stein, Schnur, Schnur. Und dann wollen wir jetzt mal loslaufen und unser Glück probieren hier in dem Gewässer. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe hier in der gesamten Zeit noch keine Fische planschen sehen. Das höchste aller Elemente war hier so ein Ding. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ist das Motto. Das heißt, heute Zeit dafür aufopfern. Ich wirklich nochmal die Reuse auch mitnehmen, die nochmal auslegen und dann haben wir ja nicht viel zu tun, ne? So kann man seine Langeweile vertreiben und das machen wir jetzt mal. So, ich bin jetzt hier an meinem Angelspot und das erste, was ich machen werde, ist die Reuse auszulegen. Ich habe die jetzt hier eben noch fertig gebastelt, werde ein paar Muscheln reinpacken, werde ein paar Algen reinpacken und die dann hier irgendwie an den Baum befestigen und hier runterkommen lassen. Ich werde mal kurz hinlaufen für euch, denn dort sind ganz, ganz viele kleine Fische. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah, ich kann ja mit der GoPro reingehen, ne? Oder? Kann man das? Ja. Also. Boah, ist das hier geil. So, ich habe jetzt meine Reuse hier oben immer befestigt. Lass das Ganze jetzt hier so runtergehen. Lalalala.
So sieht der ganze Bums im Wasser aus. Und es sieht vielleicht für den einen oder anderen lächerlich aus, könnte aber funktionieren. Denn wie man eben gesehen hat, waren die ganzen kleinen Fische hier. Und vielleicht hat man Glück, dass 2, 3 reinschwimmen. Und 2, 3 sind besser als nichts. Man sieht, wie hyped wir morgens wieder sind, wenn wir die Schnecken essen. Das heißt, ab jetzt heiße Abfahrt. Ich werde jetzt nochmal angeln. Da ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr, 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 sehr gering, dass da irgendwas Größeres anbeißt. Ich meine, guckt euch an, wie flach das Wasser ist. Trotzdem, hey, why not? Viel zu tun habe ich nicht. Und das ist ein schöner Zeitvertreib. Oh, es ist geil. Okay, die Angel, die ist cool. Und die macht mich glücklich. Oh, die ist richtig geil. Die Angel, die ist cool. Da bin ich glücklich mit. Ich höre gerade hier an, Katrin, ob die was gefangen hat beim Fischen. Die ist gerade ziemlich laut. Nö, die chillt. Seht ihr sie? Da ganz hinten chillt sie. Seht ihr natürlich nicht. Naja, ich drücke die Daumen. So ein Fischchen wäre auch ganz nett. Müssten wir jetzt ja wieder Feuer machen. Aber was tut man nicht alles, ne? So, ich gehe jetzt wieder zu unserem Lager. Hier ist so der Weg. Muss man jetzt auch schon ein bisschen aufpassen mit der Müdigkeit. Immer ein Schritt nach dem anderen. Darüber. Hier ein kleiner Sprung. Zack. Perfekt. So. Dann einmal unten durch. Und dann sind wir auch schon da. So. Ich lese jetzt was. Sag ich euch, wie es ist. Kurzes Shelter-Update, Freunde, bevor wir den letzten Programmpunkt announcen. Aber bevor ich das mache, ganz kurz, Dominik ist erstmal gerade schön im Schlamm, Junge. Moin. Mit dem Schuh eingesunken. Super. Wie ist die Stimmung hier? Heute Nacht dann doch nicht mit Socken schlafen, gell? Ja, top. Aber Freunde, zurück zum Shelter-Update. Und zwar folgendes. Wir hatten ja gesagt, wir machen hier noch die Seiten auf beiden Seiten quasi. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Einfach, weil wir jetzt gemerkt haben, uns fehlt einfach auch ein bisschen die Kraft. Und es macht jetzt auch nicht mehr so krass viel Sinn. Wir haben jetzt noch 3 Nächte mit der heute und ich glaube jetzt nicht, dass es so krass viel Kälte wegnimmt, wenn wir jetzt da noch die Seiten machen. Und es würde uns aber so viel Energie kosten und die haben wir einfach nicht, sage ich euch ehrlich. Also langsam ist auch wirklich mit Motivation und Energie ist wirklich am Limit. Und es geht einigermaßen so, das was wir jetzt haben, hält den Tau ab, der früh da runterfällt und hält den leichten Regen ab, der da auch manchmal fällt. Deswegen lassen wir das auf jeden Fall so. Ja, das Shelter ist geil, wirklich. Shelter ist geil, genau. Also klar, es ist jetzt vielleicht hier optisch oben, ne, ist jetzt nicht 10 aus 10, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich meine, am Ende des Tages geht es nicht darum, dass es cool aussieht, sondern dass es funktioniert. Ja. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir das hier nicht weiterbauen. Das ist der Grund. Aber. Und dann gebe ich jetzt rüber zu meinem Co-Moderator Dominik Reetzmann, der mit dem letzten Programmpunkt um die Ecke kommt. Naja, Leute, also es gibt hier eine sogenannte Frucht des Waldes. Das ist die Heidelbeere. Und die werden wir jetzt suchen, weil wir haben ein bisschen Hunger. Und vielleicht, wir haben noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwo so einen Strauch finden, wo super viele von diesen Waldheidelbeeren sind. Wäre ein kleiner, cooler Snack, wäre ein bisschen Energie, wäre auch mal ein anderer Geschmack im Mund als dieser Schlamm. Wir wachen jeden Morgen auf und haben Schlamm im Mund. Die Chancen sind nicht so gut, sage ich mal, wie die Waldheidelbeere bis jetzt. Die steht ungefähr so im Wald wie Kevin gerade. Ja. So, das ist so ungefähr die Motivation von dieser Waldheidelbeere. Aber wir suchen einfach mal ein bisschen und schauen, ob wir was finden. Okay, wir haben uns jetzt entschieden, weil wir gehen sonst immer nach da und dann nach links zum Strand. Oder wir waren auch einmal hier drinne. Und ganz am ersten Tag, glaube ich, oder zweiten, waren wir da hinten. Wo wir aber noch nicht waren, ist hier. Deswegen werden wir jetzt dieses Gebiet da absuchen. Und hoffentlich finden wir was. Das Ding ist, Freunde, diese Pflanze gibt es an sich richtig häufig. Nur komischerweise sind da bei voll vielen entweder die Beeren noch nicht gewachsen oder halt weg. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie auch, ob die da irgendwie auch gesnackt wird von irgendwie ein paar Füchsen oder so. Aber da sind die oft weg.
Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar. Also das ist eine, aber da hängt nichts dran. Okay. Ah ja, okay. Ein paar hier unten. Boah. Das hier. Blaue Gold, Freunde. Hier hängen auch welche. Sind echt lecker, Mann. Also wenn man sonst nichts kriegt hier, ist natürlich das Nonplusultra. Ja. Da haben wir uns überlegt, ob wir so ein Bündel sammeln. Das wäre für die Kamera, glaube ich, cooler. Aber ich sage euch ehrlich, absolut keinen Bock drauf. Ja, ich will die Scheißdinger einfach in meinem Maul prügeln, wenn ich die sehe. Hey, ich habe halt überlegt, ob man daraus einen geilen Saft pressen kann. Wisst ihr, durch das Moskitonetz. Aber wahrscheinlich wird es nicht so geil schmecken, wie ich es mir vorstelle. Ja, und ich glaube, wir verlieren da wahrscheinlich auch ein bisschen an Menge. Ja. Wenn wir jetzt Unlimited hätten, okay, aber in der Menge, wie wir es haben, sollten wir einfach alles reinballern mit Schale, wie es geht. Das stimmt. Boah, also wir haben jetzt irgendwie hier eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, keine Ahnung, mal alles abgefarmt, was es so gab. Und ich muss wirklich sagen, mein Magen ist, also fühlt sich hier richtig voll an. Ey, die Blaubeeren haben so geil geschmeckt. Ja. Oh Gott. Ja, das war echt gut. Wir sind am Ruhen und Relaxen, weil wir wissen, wenn das hier vorbei ist, geht der Arbeitsalltag wieder los. Genießen jede Sekunde. Leider heute ohne Sonne, aber trotzdem schön. Boah. Hey! Mensch! Herzlich willkommen zur großen Angelexpertise hier auf meinem YouTube-Kanal bei Angel Joey. Ich werde mich für ein Stahlvorfach entscheiden mit Drilling. Werde da drei Köderfische dran brettern. Da wird jeder Fisch, der vorbeischwimmt, was wird er sagen, Sascha? Mahlzeit. Lecker, genau, Mahlzeit. Rein, wir warten, dann raus, dann so. Dann Sascha! Dann so. Das wird das Problem sein, wahrscheinlich dann eher am Armweg, ist egal. Das muss nur noch ein einziges Mal funktionieren. Und ich melde mich irgendwann wieder in dieser Show, meine Angel gebaut ist. Euer Angel Joey. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen und Daumen hoch. So, während ich hier, muss man echt sagen, unnötigerweise am Angeln ist, denn da wird ganz, ganz sicher nichts anbeißen, bin ich wieder dabei, meine Gedanken so kreisen zu lassen. Und ey, ich finde es so krass, was Hannah und ich für eine geile Zeit genießen dürfen. Und wie krass wir uns ergänzen. Und ich bin so dankbar, weil ich einfach so ein... Ich bin halt einfach ein übelst naiver Mensch. Ich bin ein spontaner Mensch. Ich bin ein Mensch, der denkt nicht, der macht. Und Hannah ist gefühlt die Hälfte, die mich so krass ergänzt in dieser Zeit. Und ich finde es so schön, dass wir gemeinsam... Ich finde, wir machen das richtig gut. Und dass wir gemeinsam uns so schön ergänzen und so schön zusammen harmonieren. Ich meine, was haben wir jetzt in diesen 11 Tagen gemeinsam schon durchgemacht? Was haben wir erlebt? Und alles so positiv. Was ist da los? Alles so positiv. Und... Ey, ich kann jetzt anhand der letzten 11 Tage sagen, Hannah ist ein unfassbar guter Mensch. Ein Mensch, der das Herz am richtigen Fleck hat. Ein Mensch, der alles verdient hat, was er sich wünscht. Ey, ich wünsche ihr auch nach diesem Projekt alles Gute dieser Welt. Diese Person hat das verdient. Hat es verdient, Erfolg zu haben. Hat das verdient, glücklich zu sein. Ja. Und auch, es klingt so doof, aber für mich irgendwie voll schön, weil ich bin halt so ein aufgedrehter Mensch. Ich bin so ein Mensch, der ist immer so übelst glücklich über jede Kleinigkeit und hype mich dann schnell hoch. Und mit Hannah einen Menschen an der Seite zu haben, der mich akzeptiert, so wie ich bin,
finde ich so schön, weil es gibt wenig Menschen, die einen genauso annehmen, wie man ist. Es gibt so viele Menschen da draußen, die wollen einen verändern. Man ist nicht genug, man ist zu kindisch, was weiß ich. Es gibt so viele Dinge, die einem gesagt werden. Und hier jetzt einen Menschen so lange Zeit an seiner Seite zu haben, der sich genau so nimmt, wie du bist und dich gut findet, so wie du bist, ist einfach schön. Es ist einfach so eine schöne Zeit. Es macht mich einfach glücklich, diese Zeit mal ohne Stress. Es ist eine komplette Entgiftung. Man sieht es, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro in meiner Haut sieht, aber endlich kommt man dieser ganze Scheiß raus. Man hat keine elektrischen Geräte, also klar, die GoPro, aber man hat kein Handy, kein Laptop. Man ist weg von der Arbeit. Man ist einfach im Moment. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man den Moment genießt. Ich meine, wie viele Menschen, auch von euch sicherlich da draußen, gucken immer darauf, was ist später? Was habe ich schon gemacht? Was muss ich leisten? Auch weil die Gesellschaft das teilweise so erwartet von einem. Und hier ist man einfach im Moment und man genießt den Moment und man nimmt den so an. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer Teil ist, warum ich reisen gehe. Warum ich so die Kulturen erleben will, Menschen kennenlernen will, mehr von der Welt sehen will, einfach weil das was ist, was wir häufig heute gar nicht mehr so erleben, in dem Moment zu sein. Und ich musste in meinem Leben einfach übelst früh merken, dass nur weil du jung bist, das noch lange nicht heißt, dass du alt wirst. Und jeden Tag so zu leben, als könntest du der Letzte sein. Ich weiß, es ist leicht gesagt und schwer zu tun. Trotzdem, vielleicht hilft das da draußen irgendwem. Verfolgt eure Träume so fern wie irgendwie möglich und hört auf euer Herz, nicht auf das, was Menschen um euch herum von euch erwarten, verlangen. Ihr wisst für euch, was euch glücklich macht und verfolgt das, weil erst wenn ihr glücklich seid, könnt ihr auch die Liebsten um euch herum wieder glücklich machen. Seven versus Wild Team.